Elton und ProSieben trennen sich und das Ganze von der Eleganz her auf einem Oliver Pocher Scheidungsniveau. Was ProSieben jetzt sagt und die deutsche Showlandschaft schauen wir uns gleich an. Hier im Podcast mit dem besten Bild mit Markus. Genau, und das haben wir unter anderem in einem sehr, sehr nerdigen Interview gefunden, das wir aus dem Mediendschungel für euch heute herausgezogen haben. Hallo, ich bin's. Es gab nämlich ein Interview auf dwdl.de und zwar in unserer neuen wunderbaren Rubrik aufbereitet. Alerta, Alerta, Interviewschista. Die kommt sicherlich nochmal. Oh, die ist aber schön. Ja. Da freut sich Beate Klette. Gibt sie noch? Wer war das nochmal? Daniela Klette natürlich. Ja, ja. Frau RAF, die RAF-Klette, die linke Klette. Ja. Auf jeden Fall, interviewt wurde Hannes Hiller. Dieses Foto habe ich euch rausgesucht, nicht weil es besonders aktuell ist, sondern weil es besonders lustig ist. Was ist denn daran lustig? Die Koteletten. Die Koteletten? Ja, ich finde die Koteletten schon sehr lustig. Und das Ganze sieht so ein bisschen aus, als wäre er gerade vom Casting gekommen für Stromberg oder so als Ulf. Ja, aber er ist ja auch der Comedy-Chef gewesen bei ProSieben. Genau, der ist nämlich ein ganz krasses Eigengewächs. Der hat irgendwie im Jahr 2000 schon angefangen bei Arabella Kiesbauer. Also einer für die Jüngeren. Es war eine Talkshow, die lief auf ProSieben, als die sich Scripted Reality noch nicht mal in ihren feuchten Träumen ausdenken konnten. Ja, weißt du, wir so ein kleines Funfact haben zu Arabella, zu der Talkshow, als das losging. Ja, sehr gerne. Die, ich glaube, die Chefredakteurin, die das damals entwickelt hat, die war irgendwann, mit der habe ich mal geredet. Mhm. Und inzwischen, glaube ich, kann man das sagen, was sie mir damals verraten hat. Ist ja in Unterföhring draußen. Und Arabella zu der Talkshow wollten am Anfang keine Leute kommen. Mhm. Also keine Zuschauer. Das heißt, du sitzt sozusagen da als verantwortlicher Redakteur und hast leere Ränge. Was in der Talkshow natürlich sehr schlecht ist. Ja. Weil mit wem willst du talken? Ja, die Leute zum Talken sind ja da. Ja. Es sind ja nur das Klatschvieh ist ja nicht da. Das Klatschvieh, ja, genau. Genau. Und was machst du als findiger Redakteur? Du gehst nach Unterföhring in den Bahnhof, suchst den Penner, gibst den 10 Euro und sagst, komm rein, setz euch hin, ist warm. Gibt was zu essen und wir machen das Licht dunkler. Ja, geil. Ja, so ging es bei Arabella los. Top-Tipps aus dem linearen, menschenfreundlichen Fernsehen von damals. Und dann ist es eben mega erfolgreich geworden. Ob jetzt wegen oder wegen nicht der dort ansässigen Zuschauer, man weiß es nicht. Ja, ich glaube, dann hat man so Vaterschaftstests gemacht bei Arabella live. Nee, und das wollte man dann unbedingt nein, sehen. Nein, dann muss ich Arabella in Schutz nehmen. Ich glaube nicht mal gelesen zu haben, dass sie das nämlich gehasst hat und gesagt hat, das nicht. Aha. Das war nämlich bei Brit. Bei Brit war dieser Wunderautomat, der feststellen konnte, ob du den Dritten Weltkrieg planst oder nicht. Der hat das so detektiert. Stimmt, die haben so Lügendetektortests gemacht und so Kram. Genau, das war bei Brit und zum Beispiel ist dieser Kaugummiautomat dein Vater, ja, nein und so weiter. Das hat alles dann funktioniert. Ja. Arabella hat tatsächlich bei vielen Sachen nämlich Nein gesagt. Es gab einmal, glaube ich, Arabella Neid noch, das war so ein bisschen ein Ausrutscher. Das wurde Arabella so ein bisschen Nein. Arabella Nein. Nein. Man bringt den Spritz weg. So, das ist Arabella übrigens aus Österreich. Ja, Heimat. Der Witz erklärt. Ja, genau. Für alle Leute, die überhalb des Weißwurst-Äquators leben. Ja. Arabella ist Österreicherin. Arabella Kiesbauer ist stinknormale Wienerin, glaube ich sogar. Sie ist in Wien geboren. Hätten wir die auch geoutet. Ja. Und Wikipedia hat sie bereits auch geoutet. Schlimm. So, das nur als kleinen Exkurs zu dem Interessanten, also was das sozusagen für ein Medienunternehmen ist, mit dem jetzt gerade Neues geplant wird. Und in welcher Ursuppe die Person Hannes Hiller gebildet wurde, in der Arabella-Ursuppe nämlich. Der hat jetzt im letzten September als Senderchef ProSieben übernommen und das Ganze ein bisschen in einer schwierigen Phase. Da haben die irgendwie gerade 400 Leute entlassen Streaming gräbt denen so ein bisschen natürlich das Wasser ab. Und es gibt auch Übernahmegerüchte durch MFE, Media for Europe. Das ist ein Berlusconi-Konzern. Da steckt Fininvest dahinter, die Investmentfirma von Berlusconi. Ja, das hieß früher Mediaset und Mediaset ist ja der größte italienische Fernsehanbieter. Wir wissen, viele tolle Kanäle hat. Und jetzt ist sozusagen, Fininvest ist Herrn Berlusconis Eigending, das natürlich frei von Politik und Machtbeeinflussung agiert als normales Unternehmen, einen normalen Markt und keine Vorteile oder sonst irgendetwas besitzt. Man muss natürlich sagen, Herr Berlusconi, da oben sitzt er, schaut zu, hier sicherlich. Es ist quasi die Marke von dem Sohn von Silvio Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi. Der hier, schau dir den mal an, das ist das Upgrade von Il Cavaliere. Oh, das ist ja ganz der Vater dann oder so. Ja, das ist ja also hier, was der Vater sich versucht hat zu operieren, zu er
Er operieren hat der Sohnemann mitbekommen. Ja, und er sagt eben hier, ganz lustig, non sono salutista, was wahrscheinlich so viel heißt wie, ich bin kein Gesundheitsfreak. Salute ist ja Gesundheitsfreak. Ach, ich weiß gar nicht, ich bin kein Hitlergrüßender. Also Salutista geht auch mit Salute, oder? Kann auch sein. Non sono salutista. Ja, unser Italienisch ist nicht so gut. Minutro di fatica fisica, keine Ahnung. Ma fumo e cigarro, aber er raucht die Zigarre. Aha. Das sind die nerdigen Hintergrundinfos, die ich euch zu... Also seine Nahrung ist faschistisch? Fatica... Es ist ja wirklich... Fatica Physica. Fatica Physica. Ja. Gemacht von der Hand? Fatica Physica? Ich habe keine Ahnung. Mehr Ahnung habe ich von dem, was auf Mediaset läuft. Oh, das ist ja ein sehr, sehr lustiges Programm. Da gibt es unter anderem eine Satire-Sendung. Und da laufen so lustige Musikclips wie der hier, wo so ein kleines Etwas... gerne auch mal politische Lieder über den Coronavirus singt. Ja, wow. Nimm das heute Show, oder? Ja, und das, so ein geiler Content wird von dem Sender gemacht, dem große Teile von ProSieben Sat.1 gehören. Ja. Da will ich ja mehr von sehen von diesem Sender. Ich möchte es live sehen. Ja, am liebsten würde ich es auch live sehen. Aber ich kann es nicht, denn es gibt Geoblocking und aus Deutschland kann ich das nicht schauen. Gott sei Dank haben wir eine Lösung dafür. Werbung. CyberGhost VPN ist der weltweit führende Anbieter in der Privatsphäre und Sicherheitsbranche mit mehr als 38 Millionen Nutzern und er ist zeitgleich eines der am meisten empfohlenen VPNs auf Trustpilot. Und mir persönlich hat er beigebracht, dass es das VPN heißt und nicht der VPN. Der VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk und verbirgt IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen gesamten Datenverkehr im Internet durch einen sicheren VPN-Tunnel. CyberGhost VPN ist mit mehr als 40 Streaming-Plattformen wie Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus und BBC iPlayer kompatibel und ermöglicht dir uneingeschränkten Zugriff auf deine Lieblingsinhalte, egal wo du bist. So kannst du ohne Einschränkungen im Internet surfen. CyberGhost VPN zeichnet keine Daten der Kunden auf oder speichert sie dank der No-Logs-Richtlinie. Deine Online-Gewohnheiten bleiben so vor allen neugierigen Blicken verborgen. Nicht einmal CyberGhost VPN weiß, was du online machst. Dazu kannst du 11.000 Server in 100 Ländern nutzen. Und der VPN ist leicht zu bedienen. Du brauchst keine technischen Vorkenntnisse. Es gibt eine App für alles Mögliche. Windows, Mac und iOS, Android, Smart TVs, Spielekonsolen und Linux. Und mit einem Abo kannst du CyberGhost VPN gleichzeitig auf 7 Geräten nutzen. Oder, wenn dir das zu viel ist, teilst du deinen Account mit deiner Familie und lässt dir dabei helfen. Password Sharing ist Password Caring. Und wenn ihr auf unseren Link klickt, bekommt ihr einen satten Rabatt von 83% und bekommt CyberGhost VPN für nur 2,03 € pro Monat. Und noch 4 Monate kostenlos dazu. Alles ohne Risiko, dank 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Der Kundensupport ist rund um die Uhr erreichbar, natürlich auch auf Deutsch. Also schnappt ihn euch, holt euch CyberGhost VPN in indem ihr den Link im angepinnten Kommentar klickt und unterstützt die Sendung. Werbung Ende. Ja, und dann viel Spaß bei dem lustigen tanzenden Etwas und der Satire-Show mit Michel Hunziker, glaube ich, moderiert. Und es gibt auch Hunde auf dem Tisch und alles möglich. Es ist alles besser als bei der Heute-Show. Ja, und vor allem ist es täglich auch noch. Eine tägliche Satire-Sendung. Wer hätte das gedacht, dass so etwas funktionieren könnte? Egal. Ja, Marktlücke in Deutschland. Wieder. Ja, doch zurück zu unseren geschätzten Nachbarn über das Feld, über ein Autobahnbrückending und das nächste Feld nach Unterföhring. Genau. Wir sind in der Luftlinie 500 Meter, glaube ich, weg davon und dazwischen ist einfach Brache. Also wenn wir jetzt was Falsches sagen, Sie können direkt ins rüberlaufen und uns in die Fresse hauen. Ja, das hier kann gestoppt, in 10 Minuten kann das hier gestoppt werden. Hannes Hiller kann hier drinstehen. Der muss gar nicht hierher, der geht mit dem Spaten und macht hier die Elektroverbindung. Stimmt, wahrscheinlich laufen unsere Kabel nach... Nein, wir haben da hinten diese... diese großen Satellitenschüsseln, wo, wenn man vorbeigeht, man doch ein bisschen Kopfschmerzen bekommt, meiner Meinung nach. Genau. Und jetzt könnt ihr auch unsere Position triangulieren, falls ihr Beef mit uns habt. Oh Gott. Auf jeden Fall, Hannes Hiller. Großes Interview in DWDL, hat ganz viel über die Strategie verraten. Und wofür er stehen möchte, ist die verlässliche Überraschung. Also, dass man jedes Mal, wenn man bei ProSieben einschaltet, eine Überraschung bekommt, aber auch ganz viel Althergebrachtes, zum Beispiel eben kombiniert mit Gesichtern, die man kennt. Heidi Klum, Joko Winterscheid, nicht Elton. Und der hat ganz viele Sachen verraten, zum Beispiel zum Thema Streaming.
Da hat er Folgendes gesagt. Ich kann nur sagen, dass die Nutzung bei Joyn herausragend ist und dass Germany's Next Topmodel zu den Top 3 all unserer Joyn-Formate gehört. Und darüber hinaus biete ich einen Deal an. An dem Tag, an dem sich Netflix, Disney, Prime Video und RTL Plus ihre Nutzung transparent machen, machen wir das auch. Oh. Und ich finde das schon sehr, sehr lustig, dass niemand von diesen Streaming-Anbietern mit irgendwelchen Infos rausrücken möchte. Ja, Netflix hatte doch auch dann einmal nur so eine komische kryptografische, hey, das ist eine Excel-Tabelle, die wir gefunden haben, da stehen unsere 50 weltweit besten Dinger, du kannst überhaupt nichts entschlüsseln. Wobei sie wissen wahrscheinlich genau, ob dieser Mensch eine Zahnbürste im Mund hat, der gerade auf einem Tablet sich die Sache anschaut. Ja. Aber es wird halt nichts verraten. Was ich dann immer so glaube, dass dann halt die Zahlen doch nicht so geil sind. Ich glaube auch, am Anfang hat man das so verkauft mit, ja, wir sind neu im Business, wir sind Netflix, wir wollen disrupten und damit wir jetzt nicht den anderen alten etablierten Sendern irgendeinen Vorteil geben, verraten wir denen nicht, was wir machen an Klickzahlen. Aber mittlerweile ist das so lang schon etabliert, dieses Streaming-Business, dass ich halt auch eher irgendwie den Eindruck vermittelt bekomme, dass die was vertuschen wollen. Ja, an sich, das kann nicht so viel sein, meiner Meinung nach, also von den normalen Sendungen. Wir wissen ja ungefähr, was eine normale, lustige Satire-Sendung in der ARD-Mediathek für Klickzahlen hat. Und das, wenn ich das überlege, dass Netflix das auch hat, dann ist, und wenn ich das so in Relation setze zu Fernseheinschaltquoten, dann denke ich mir, Und wahrscheinlich ist der Median von Netflix-Klickzahlen sehr, sehr gering. Ja. Weil du hast natürlich die Stranger Things-Sachen, die milliardenfach, vielleicht sogar trilliardenfach geklickt werden. Und dann hast du halt irgendwelche Sachen, die auf Seite 2 verrotten. Das stimmt. Die natürlich, finde ich, bei Netflix natürlich davon gewinnen können, dass der Algorithmus so geil ist und dir wirklich auch Sachen gibt, die man so nicht findet. Ich weiß nicht, wie gut das bei RTL Plus und bei jetzt Joyn funktioniert, der Vorschlag, und um somit in die Tiefen einzutauchen. Ja. Er sagt, ein ganz großes Problem, was sie auch haben, ProSieben steht sehr viel für Live-Events. Und gerade die Live-Events, die klappen natürlich gar nicht in der zeitverzögerten, in der zeitversetzten Nutzung. Ja. Aber sind die nicht unglaublich viel Geld noch wert und super mega geil fürs Fernsehen, weil das doch der einzige Grund ist, warum die Leute tatsächlich ins Fernsehen ziehen können? Weil ein Live-Event auf Joyn, naja, mein Gott. Ja. Aber wirklich dieses Fernsehgefühl und gerade eben jetzt hier bei Germany's Next Topmodel darstellt, aber all diese Events, das Finale und so, das muss doch noch eine richtig gute Sache sein. Ja, im Fernsehen ja. Und deswegen machen sie jetzt so ein hybrides Konzept, was ihre Shows angeht. So ein Pseudo-Live, wie zum Beispiel bei Wer stiehlt mir die Show? Da hat er explizit gesagt, hey Leute, wenn da Pannen passieren und so weiter, lasst das alles drin, damit das diesen Live-Charakter sich bewahrt. Aber es ist natürlich im Endeffekt eine aufgezeichnete Sendung und wird quasi nur so ein bisschen aktuell gehalten, weil die Moderation wechselt und so weiter. Man hat das Gefühl, dass es über die Staffel Dinge passieren und die werden ja auch geheim gehalten, bis es dann am Sonntag passiert und so weiter. Also es ist sozusagen eine Live-on-Tape-Aufzeichnung, wie das so schön heißt. Das heißt, man zeichnet es auf zu einem Zeitpunkt, lässt es aber drin und sagt so, hey, wie es, ob es live ist. Ja, also wie so ungefähr früher, so. Bei so Late-Night-Sendungen war es, die werden um 18 Uhr halt aufgezeichnet. Und dann werden sie um 22 Uhr ausgestrahlt und rausgeschnitten wird eigentlich nichts, es sei denn, es ist zu lang geworden. Ja, oder es sei denn, zwischendurch fallen die Twin Towers zusammen. Ja, aber ich glaube, da hat man gar nichts mehr dann gezeigt. Ja, oder so. Bei so Late-Night-Shows, das geht schon, das ist nicht so wie bei Lanz oder so, wo du, glaube ich, auf 70 Minuten, die du zeigst, hast du 120 Minuten Material und dann musst du halt irgendwie, oh Gott, was mache ich denn alles weg dann? Auf jeden Fall, das ist sein Rezept, so ein bisschen Best of Both Worlds versuchen zu kanalisieren. Ja, für das Feeling, das ist ja spannend. Und dann natürlich die großen Fernsehgesichter, um die es sich dreht. Heidi Klum zum Beispiel. Bei Heidi Klum hat er gesagt, würde er gerne eine neue Sendung machen. Die ist allerdings sehr viel beschäftigt, macht gerade America's Got Talent. Viel Glück bei der Suche. Deshalb kann ich hier nur sagen, es macht großen Spaß, sich mit Heidi über Ideen und Inhalte auszutauschen, weil sie einen sehr guten und interessanten Blick hat. Ich denke das nicht. Auf den hatte ich gehofft. Wir sind so eingespielt, wir müssen uns nicht mal mehr absprechen. Ja, neue Heidi Klum-Ideen. Also ich denke, ganz oben steht Germany's Next Topmodel bei Leni Klum. Läuft dahin nicht der Hase? Stimmt, ach so, dass man die ganze Familie so, oder auch The Voice, statt The Voice irgendwie The Face halt macht, wo dann halt da sitzen Tom und Leni und wie ist der Silvio Blasatore? Giovanni Zarella. Der erste Ehemann. Ach so, nein. Habe ich dir gerade krasseren Rassismus unterstellt, als tatsächlich vorlag. Ich wollte nur überlegen, wie hieß der erste Mann von... Flavio Briatore. Flavio Briatore, danke schön, nicht Silvio Blasacone. Ja. Ja, The Face ist natürlich auch ein sehr, sehr lustiges Konzept, eine Beauty-Show, wo man die Kandidaten am Anfang nicht sieht und sich dann erst so umdrehen muss. Je nachdem, wie die laufen, so mit Stöckelschuhen, klack, 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 klack. Und man darf sie so ertasten.
Gab es das nicht auch schon mal so, also du darfst dann so in das Gesicht hineinfassen und dann, weißt das, du, dann abseits von Hautfarbe, abseits von derartigen Oberflächlichkeiten kann man sozusagen die nur fühlen und sehen, ob sie Pickel haben. Oder das alles hinter sich lassen und grapschen. Ja. Vielleicht können sie auch Radio machen, das wäre weniger rassistisch. Vielleicht. Und weniger sexistisch. Und und mit der Heidi Klum-Stimme? Warum nicht? Wer braucht schon Scheiben zu Hause, wenn? Nun denn. Hier über neue Shows hat er noch gesagt, im Sommer produzieren wir Destination X. Nachdem NBC und BBC, mit denen wir uns teilweise die Logistik und Infrastruktur teilen, jetzt auch verkündet haben, dass sie es machen. Auf das neue Reality-Highlight freuen wir uns im Herbst. Was ist das denn? Das könnten wir jetzt natürlich noch errätseln, was es ist. Mhm. Vielleicht. Ich denke, die Leute werden irgendwo ausgesetzt und dann müssen sie wieder irgendwie wegkommen oder so. Fast. Oh. Leute, wir schauen mal den Trailer an. Ist ein belgisches Format. Wundert euch nicht über die Sprache. Clairement, si on est sur la mer, ça veut dire qu'on peut aller n'importe où. Événement. Embarqué pour un jeu d'aventure hors norme à travers toute l'Europe. Le but, deviner la bonne destination sans rien voir du voyage. Also es geht quasi um diesen Bus und da sitzen irgendwelche Nasen drin und die müssen dann quasi raten, wo sie gerade sind. Denen wird nicht gesagt, wo sie sind und sie ab und zu werden die Fenster quasi live geschaltet, dass sie rausschauen können und dann müssen sie raten, wo sie gerade sind. Ach, und sonst sind die Fenster zu oder was? Ja. Boah, da würde ich ja kotzen im Quadrat. Es geht überhaupt nicht in einem Auto, also ohne zu sehen, wo man ist. Da wird einem ja schlecht, das wird ja ein einziges Kotzmobil da. Hoffentlich. Das ist natürlich das wird es wenigstens unterhaltsamer. Darauf zielen, ja. Dann sitzen dann die ganzen Kandidaten drin und man sagt, ja, es geht darum ums Raten und so nach drei. Und hier ist ein bisschen Sahne und ein Eis, ess das mal, bevor wir losfahren. Ja. Und dann. Aber im Grunde genommen ist es dann halt nur Geogesser, die Reality-Show. Also die werden da wahrscheinlich die üblichen Reality-Nasen reinstecken. Vielleicht jemanden, der auch ein bisschen doof ist, weil es lustig und so weiter. Ja, das ist ja immer das Problem, dass man dann auch so einfache Ziele wählen muss, damit es halt irgendwie doch rumst und bumst in dem Laden. Also witzig ist, so rum, das meinte ich. Die essen eine Schlemmermeile oder so. auf jeden Fall. Ja, also stimmt, auch so deutsche Locations dann. Ja. Also Duisburg und so. Duisburg Hauptbahnhof kann ich nur empfehlen, wenn Stimmung aufkommen soll. Also das ist ja wirklich, da sagt man freiwillig, hier vergewaltige mich, damit es ja aufhört. So. Gut. Auf jeden Fall finde ich dieses Quote einfach sehr, sehr lustig, dieses Zitat, vor dem Hintergrund, dass es eigentlich um Bus geht. Mit denen teilen wir uns die Logistik und Infrastruktur. Den Bus. Ihr teilt euch den Bus. Ich denke, die Infrastruktur ist die Straße. Ja. Die teilen sich mit allen. Wir teilen übrigens auch mit ProSieben die Infrastruktur. Ja, ja. Ich habe bereits Geld gezahlt für die Infrastruktur, um diesen Bus in Deutschland fahren zu lassen. Die Geschäftsführung hat sich um sehr große Synergien da bemüht mit ProSieben. Ja. Ja, wer weiß, was Infrastruktur ist. Vielleicht muss man da eben auch noch Leute hinbringen und so weiter. Who knows? Keine Ahnung. Who knows? Gibt es sonst noch Neuerungen, auf die wir uns im ProSieben Sommer oder jetzt im ProSieben Fernsehherbst freuen dürfen? Ja, oder? Es gibt noch eine Sache mit Elton. Ach so, da war irgendwas. Ja, genau. Elton ist eine Entlassung passiert, möchte ich mal sagen. Und dann hat er sich auf Instagram zu Wort gemeldet gesagt, hey, schön und gut, ihr könnt mich sehr gerne rausschmeißen, aber dann stellt das nicht so hin, als hätte ich diese wundervolle Sendung freiwillig abgegeben. Und er hat sich dann auch ein bisschen drüber aufgeregt, dass er es quasi als Letzter erfahren hat. Wie, er hat das als Letzter? Er sagt, er hätte es als Letzter erfahren? Mhm. Ich habe es heute erst erfahren, nachdem mein Management beim ProSieben-Chef angerufen hatte, was denn an den Gerüchten stimmen würde, dass ich nicht mehr Schlag den Star moderieren darf. Hm. Das ist ja dann schon eine interessante Situation. Also das hat ja dann schon, weiß ich nicht, einen Hintergrund. 61.000 Likes auf dem Instagram-Post. Elton natürlich ein sehr beliebter Prominenter. Man kann sich sehr wenig an ihm stoßen. Er macht Kinderfernsehen. Wieso? Weil er dick ist. Okay. Auf jeden Fall darauf angesprochen, warum er jetzt Elton rausgeworfen hat, hat Hannes Hiller dann gesagt, ich versuche es mal mit einem Bild aus dem Fußball. Wenn jemand seit Jahren regelmäßig für den BVB aufläuft, aber dann immer häufiger im Fanblog den FC Bayern anfeuert, stellt sich doch zwangsläufig eine Frage, wann ist die richtige Zeit für einen Vereinswechsel? Dekodiere das. Da muss ich das dekodieren. Ich habe mir aufgeschrieben, BVB und FCB. Ojemini, meiner Meinung nach ist dann BVB wahrscheinlich RTL, weil Elton viel bei RTL in letzter Zeit moderiert hat. Ich glaube nicht ARD, er ist ja auch bei... er ist ja seit Jahren regelmäßig für den BVB aufgelaufen. Also ist der BVB ProSieben. Ach so.
Und jetzt ist er aber immer häufiger im Fanblog des FC Bayern. Ach so, ach so. Hä, was ist das denn? Ja, ich... Weil das tut ja mega weh, weil ProSieben ist ja bayerisch ohne Ende. Das muss man mal sagen hier. Was ist denn das für eine Einstellung? Also ich sage mal, die Allianz Arena ist wirklich die Spuckweite von ProSieben Sat 1 und dann kommt der mit dem BVB um die Ecke. Ja. Deswegen habe ich natürlich gedacht, FC Bayern ist ProSieben. Aber aktuell ist das natürlich eine Stichelei, weil offenbar der BVB besser ist aktuell in der Dings? In der Fußball-Dingsliga. Wo die kicken. Die Baller League, aber in alt. Bowling-Liga. Ja. Das heißt also, dann ist sozusagen der BVB natürlich das Beste, ProSieben, aktuell. Und FC Bayern ist RTL, was halt so ein bisschen hinterherhechelt. Sagen wir, das sei so. Um es fertig zu dekodieren. Und halt, wo ist denn da die ARD drin? Ja, die ARD ist 1860 München. Oh. Die sind sehr schlecht. Die Sache ist, Elton macht jetzt Shows für RTL. Zum Beispiel eben jetzt im Sommer die EM-Show, die Stefan Raab produziert und keine Ahnung. Es schwingt halt so ein bisschen der Vorwurf der Illoyalität durch, ne? Gegenüber des Senders. Und ein Vorwurf, der dann natürlich von Elton einfach so zurückgespült wird, so von wegen, hey, ich habe 23 Jahre für euch gearbeitet und ihr ruft mich nicht mal an. Und da muss ich ja in der Bild lesen, der Matthias Oppenhöf macht das jetzt. Ja. Da muss ich dann natürlich aber sagen, dass ich mich natürlich auch informiert habe. Und das Medienmagazin, also das Brancheninsider-Magazin DWDL, hat auch einen Artikel darüber geschrieben. Und in dem lese ich, dass nach DWDL-Informationen es heißt, alles sei etwas anders gewesen. Demnach hätte es bereits vor 4 Wochen ein Gespräch zwischen dem Sender und Eltern über die Trennung gegeben. Aha. Wem soll man denn jetzt nun glauben? Auf der einen Seite Eltern, auf der anderen Seite dem Sender. Tja. Was? Das ist... riskant. Ja. Sich da auf irgendeine Seite zu stellen. Ja, es ist einfach dieses High-Power, High-Octane deutsche Medien-Business, wo alles passieren kann zu jeder Zeit und die nächste Überraschung wirklich überall lauert. Und wie wurde denn aber jetzt, das ist ja natürlich in Medienkreisen, würde ich sagen, eine Bombshell-Nachricht, dass so etwas im normalen Leben, wenn meine Mutter sage, hä, wer ist Elton, ist mir doch egal, macht dir noch Musik, wie geht's deinem Freund? In Medienkreisen ist das natürlich der Wahnsinn. Ja, die Bild hat natürlich direkt erstmal alle Promi-Kommentare unter dem Instagram-Post herausgekramt. Ist das dieser Journalismus, für den man 10,99 € bei Bild zahlen darf? Gut. Nee, Entschuldigung, das ist kein Bild-Plus-Artikel. So viel Ehre müssen wir Ihnen tun. Aber Sie haben es vorlesen lassen, das ist doch gut. Ja. Wer ist denn Betty Taube? Da geht es ja schon mal los. Die kenne ich auch nicht. Aber unfassbar stark, das hier so offen zu kommunizieren. Also man glaubt natürlich dann... Ist das jetzt unter dem Elton-Ding, oder? Okay, also dieses mit schade, ich wurde rausgeschmissen, habe nicht erfahren, warum kriege ich keine Abschiedssendung? Sophia Tomalla geht absolut gar nicht. Ja, die schreibt ja unter jede Eröffnung, jeden Brief und jede Rechnung. Geht gar nicht. Ja, und wer kennt noch Fußballkommentator Jörg Dahlmann? Das war der mit den Sushis, oder? Ach, war das der? War das der, den Ball im Kopf hat? Nein, das war die Frau. Und Jörg Dahlmann war der Herr, Mit den Sushis. Das müsst ihr allerdings nochmal. Auf jeden Fall hat er geschrieben, Fernsehen ist ein Hurengeschäft. Sorry, liebe Huren, das ist leider nicht neu. Danke was ist denn, für den Furz. Ja, was ist denn mit dem los? Weiß ich nicht. Wurde er gefickt? Ach, ich habe kein Lustiges. Medienhuren. Ja, der ist Medienhuren. Ja. Genau, und alle möglichen. Also es waren quasi alle auf der Seite von Elton. Es sei denn, man ist auf X gegangen, da ist man irgendwie immer noch nicht darüber hinweg, was... Es heißt, dass man auf X sind lauter ProSieben-Investment-Leute, die natürlich sehen, wie man Gewinn macht und wie man gut ist. Oder sind auf X Leute, die bestimmte Sachen nicht vergessen wollen? Ich lese einfach mal den Tweet vor und you take a wild guess. Der Tweet ist, Hashtag Elton, der fette Impffaschist, Systemling und AfD-Hasser, wurde von ProSieben gefeuert. Wohl zu Recht. Ja, das ist richtig, weil man soll sich ja nicht impfen, sonst... Dann seid ihr bald tot. Genau. Und wer war es jetzt? War es irgendein, der nicht vergessen wolle? Oder war es doch Hannes Hillers Burn-Account? Ja, nee, das waren schon Leute, die sowas angeklagt haben. Grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes. Ja, auf jeden Fall, das ist das Shitstürmchen. Dass Hannes Hiller da in diesem Interview noch reingeschippert ist. Ich kann noch etwas hinzufügen, weil die ganze Sache sozusagen
Wie ein Auto, das auf Glatteis mit einem besoffenen Fahrer zu schnell in die Kurve fährt und dann auch noch auf einem Rentier auf einen See ausrutscht und komplett in Schleudern gerät, wurde dieser Fußballvergleich weiter bemüht. Und zwar die RTL-Chefin hat sich zu Wort gemeldet. Oh je. Hier Abbildung ähnlich. Das ist das ist also Inga Leschek. Genau, Inga Leschek ist die RTL-Programmchefin. Und die Dame hat gesagt, Elton hat in der Vergangenheit immer für verschiedene Vereine gespielt. Das war für alle Beteiligten, die mit ihm gearbeitet haben, total in Ordnung. Wenn ProSieben da jetzt die Strategie wechselt, auch fair enough. Aber wenn es um Fußballvergleiche geht, dann sind wir eher Bayer Leverkusen als die Bayern. Weil Bayer Leverkusen, weil Leverkusen natürlich die Lieblingsstadt aller Kölner ist. Nicht wahr? Ja, das wird doch immer schlimmer, diese ganzen Vergleiche, ja. Oder? Die Bilder werden immer schiefer, die Entfernungen werden immer weiter. Ich frage mich, wann Waldi Hartmann ins Feld geführt wird, noch als ein weiterer Vergleich. Oder ja. Oliver Pocher ist der Waldi Hartmann im RTL-Krieg zwischen BVB und ja. Ding. Also Marcel Reif moderiert Schlag den Star demnächst. Oder? Oh ja. Das wäre ja auch schon. Lebt der noch? Ja, der macht das bei Bild, oder? Der hat Reif ist live, gemacht, wo er ein absolut krasses Product Placement veranstaltet hat. Also Live ist nämlich bei Bild mit diesen Müller-Milchdrinks, ne? Ja, genau, ich wollte den Namen nicht sagen. Naja. Und Waldemar Hartmann ist bei News, um weiter in diese politische Richtung abzutreten. Ach. Ja. Stimmt, das war das, wo er, da wurde ihm nämlich so ein Beitrag im Magazin Brisant rausgeschnitten oder gesagt, das senden wir nicht, weil er eben bei News unterwegs ist. Und das war dann, da hat er sich bei News geheult und dann wurde das natürlich auch wieder zum Politikum, dass hier ein absolut journalistisch wichtiger und politisch krasser Beitrag über Waldemar Hartmann im Magazin Brisant, im Politmagazin Brisant von der ARD, nicht gezeigt wurde, wo er, glaube ich, einen roten Teppich bei irgendeiner Semperoper beschritten hat oder so. Das war dann schon wieder der Beweis, dass das Öffentlich-Rechtliche zu Ende zensiert, dass die Balken sich biegen. Tja, so war das. Sollten wir alle drüber nachdenken über diese Sachen. Denn die Zeiten sind schwierig und selbst unsere Safari-Katze, haben wir festgestellt, hat auch ein bisschen ein paar Probleme geldlicher Natur. Aber Gott sei Dank konnten wir bzw. ihr dafür aushelfen und ihr sozusagen eine Möglichkeit aufzeigen. Und weil man solche emotionalen Probleme am besten musikalisch verarbeitet, um das rüberzubringen, die Emotionen und die Dankbarkeit, hat sie einen kleinen Song gemacht. Ich war Safari-Katz am Start. Ich roll durch die Stadt in meinem Benz. Doch wie Remo eigentlich Insolvenz. Mein Image, es ist aufgebaut. Doch mein Bankkonto, das ist abgeflaut. Ich steh seit langem in den Wiesen. Der AMG muss ich jetzt fließen. BMW, Armani, Centurion. Ne, viel geiler ist, wer dabei ist auf Patreon. Deshalb danke an. Deshalb danke an. Hallo, vielen Dank an alle Patreons. Und zwar zum Beispiel Yogi Bogoni. Vielen Dank auch an den Anmachen-Hauptmeister. Vielen Dank an Mrillip und Parkus. Vielen Dank an Matthias Seehauer. Vielen Dank, Professor John fucking Zoidberg. Hashtag Befreiung lebt. Danke, danke. Waldemar, Waldi Miller. Oh. Hallo, Ben Utzmich. Danke, Timo Ebert. Stefanie Grunwald, danke. Danke, Dominik Kollmar. Professor Dr. Birnbaum vom renommierten Birnbaum-Institut. Johnny. Dominik Kollmar, Entschuldigung. Badener Forever. Vielen Dank auch an, hier könnte Ihre Werbung stehen, Buchung bitte an Philipp und Markus at mich.ingo. Preis verhandelbar, SEPA oder PayPal? Sicaro. Dankeschön an KK47. Und an das Batmonster. Ganz toll ist auch Kuselnik Rumburak. Und Lukas Elkemann. Der Safari-Katze auch stark geholfen hat, Florian Kormann. Bloody Awesome Media mit Bloody Awesome finanzieller Unterstützung. Ja, vielen Dank an Zukunft trifft Vergangenheit Bismarcks. Vielen Dank, 12 Kilogramm fauliges Hack in der Regenrinne eines Kinderhorts, 5000 XS. Dankeschön, Apfel. Vielen Dank, Anselm Brodersen. Dankeschön auch an Adriano O. Budahai. Vielen Dank, der Tisch steht für Till. Dankeschön an Benrico Mantrazzo. Immer noch lustig. Vielen Dank, Saint City. Toll auch, Lorenz Grimm. Und Entchen, die Ente. So, schön. Danke auch an, jedes Mal muss ich diesen blöden Namen vorlesen. Danke, Christina. Cool,
Flexbert-F. Vielen Dank, Jonas. Krass. Großer Freund der Safari-Katze auch. Dan Grylien. Und Mr. Freubart macht bald auf. Danke, Patata Johnson. Vielen Dank an den Patreon-User, der uns eine IBAN angegeben hat. Ja, die lesen wir jetzt mal nicht vor. Haben wir die mal überprüft, ob ja, die ich echt hab die überprüft. Die könnte echt sein. Die könnte echt sein. Ja. Die Kontrollnummer stimmt sozusagen. Mhm. Oh. Schick nächstes Mal auch die PIN mit. Ja, das wäre dankbar. So, ohne Kontrollnummer weiterhin vorne mit dabei ist Entkalker. Und natürlich mal Klitoris. Ja? Ach so. Ellie Parker, vielen Dank. Vielen Dank, Tim Vogler. Ein absoluter Fachmann, ein Konnoisseur dieser Sendung ist Wendler, OnlyFans Enjoyer. Da gab es ja auch News diese Woche. Was ist bei Wendler passiert im OnlyFans? So ein Bild, wo Laura mit zwei fremden Männern im Bett lag. Und ach, so das weiter. War das. Und dann haben die so getan, als gäbe es da bald ein Porno oder so. Aber ach, ist wahrscheinlich doch, das ist doch so ein fucking Clown, das ist ja. Doch unglaublich. Wirklich. Weißt du, wie Leute, die halt zehnmal Hilfe schreien, weil sie ins Wasser fallen oder irgendwie so tun? Ja, Hilfe, Wölfe! Es Hilfe, ist doch Wölfe. Jetzt egal. Ja. Ich glaube dem nichts mehr. Wenn dieser Mensch, sagt, er wird sich umbringen, der steht vor diesem Gebäude, dann sage ich mir so egal. Wirklich, ich glaube nicht. Haben wir auf Tape. Ja. Stimmt auch. Vielen Dank, Mr. P. Jetzt habe ich bin so echauffiert, jetzt habe ich die Stelle verloren. Vielen Dank, Erik K. Vielen Dank, der echte Daniel. Vielen Dank, Horst Juan. Vielen Dank, der Weltraumpapst. Danke, Alina D. Und Werner Herzog. Wann kommt mal wieder ein neuer Film? Vielen Dank, Christoph L. Und vielen Dank, Nackenheim und Wigbert. Björn Klitzing. Vielen Dank, Eugen Bubatz, Bubolz. Serge Hartenstein. Hartenstein, pardon. Serge Hartenstein. Monsieur Macabre, dormez-vous? Oh, je suis Coding Limour. Coding Limour. Oh, ich bin ein Franzose, das ist so rassistisch. Weiter geht's. Schnell weiter mit dem Sonatengraf, danke. Ja, danke schön, der Markus Klemm. Und der Kevin 89. Danke an den Saw. Und der Michel. Ja, danke. Ah, das ist einer. Der Pommesstein. Ist mein Lieblings-Pommes-Kondiment dazu. Philipp Malula, danke. Ja. Danke auch, Douglas Adams, 42. Vielen Dank, Dagi Bex. Dankeschön, Marco Vujevic. Vielen Dank, Plüschmorse ABC. Ach, puh, dankeschön, Felis Silvestris. Vielen Dank, Jenlob. Toll auch, Adrian. Und Strender. Ja, genauso gut auch McDrake. Und Schmetterling Flo, bald Zeit fürs Verpuppen. Oh, danke, Matthias MJ Meyer. Danke, Hannes. Danke, Benjamin Butler. Danke, Benjamin. Danke an Leo Miet. Danke an Mathis. Danke, Stefan. Danke an Julia A. Danke, Leonard John. Danke, Tigris 4554. Danke, Michael Helvis. Vielen Dank, Manuel. Toll ist auch Delagoy. Und Caterer. Elmani. Marcel Frisch, danke dir. Danke, Johannes. Danke, Andorn. Danke an And. Oliver Hornberger. Vielen Dank, Michael Turner. Oder Michael Turner, keine Ahnung, sorry. Googlefax. Danke an die Nadine, Isabel. Danke, Thorsten. Danke an Eric Ian Schwartz. Danke, Imp ist der Beste. Doch, jetzt geht sowas los hier. Naja, gezahlt, dankeschön, sagen wir gerne. So, vielen Dank an Florian B. Und Dura. Danke an den weiterhin toll Business Penguin. Danke, Marco Bayer. Danke, Michael Friemann. Danke, Jonas Fubel. Danke, 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 Philipp. Vielen Dank, Dr. James Onion. Sehr gut, bald auch habilitiert, hoffe ich. Dankeschön auch an Ben Kahn. Was? Danke, Luca. Sven Reisland. Danke, Unterstrich. Reneator. Danke, Ulrich Kempken. Lomea Day. Und die Kryptine. Die Mistress of Madness. Black Eye. Annie. Idle-Lotter. Frederik. Oder Frederik Maldegem. Frederik Maldegem. Danke, Maxine. Danke, Jean-Jacques R. Danke, Wojtek M. Danke an Nonododo. Und McMuffin. Weiterhin toll dabei ist Nico Görres. Und Simon D. Gefolgt dicht von Brachiatus.
und Martin. Vielen Dank auch an Marius Duseberg. Und Miyoshiro. Ich glaube, die Musik ist aus. Die Musik. Wir haben noch André. Ja. So, wo waren wir? Bei Miyoshiro. Dankeschön an dann Michael Josten, Michael Josten. Und Christian. Danke an den Dominik Schönleben. Und Leuten Falker. Auch immer noch lustig. Opossum of Death. Danke, Sumisum. Vielen Dank, Julian Buchner. Und CMT. Dankeschön auch an Flo R. Und an Punkt R. Olf. Leerzeichen Rolf. Rolf, das ist lustig. Der Leerzeichen Rolf. Guter Kiezname. Der Leerzeichen Rolf, ja. Oh, für so Cyberprostitution. Kiezname für Cyberprostitution. Ja. Nächste Woche bei ja. Balloon is Live. Die arbeitet jetzt für den Leerzeichen Rolf. Ah, oh, die hat selber bei OnlyFans so angefangen jetzt. Danke. Schön. Fabian Flückiger. Und Martin Benz. Und natürlich, wir weiterhin ganz toll, Markus Wüst. Dankeschön. Es war schön. Was so. Für eine Woche. Spielt die Musik eigentlich? Ich hab's gar nicht mehr gehört. Ah! So, das war's für heute. Das war's für morgen. Mhm. Ich wage zu behaupten, das war's auch für übermorgen. Das war's vielleicht für Dienstag. Vielleicht sehen wir uns Dienstag. Vielleicht sehen wir uns Dienstag. Wenn ihr Bock habt. Ja. Bis dahin, eine schöne Zeit. Danke, tschüss. Ah! Ach so, ja, aufstecken.